So, weitere Folge zu Point Hospital, natürlich fahren wir fort. Wir bauen unser nächstes Krankenhaus. Keine Ahnung, ist, wie viel das ist. Nee, das bauen wir nicht. Wir bauen hier unten irgendwo. Krankenhaus in der wohlhabenden Stadt Flemington. Mal schauen, wie schnell wir das gegen die Wand fahren. Hier ein. Was ist das andere? Oh ja. Er scheint relativ gut zu sein zu Zimmer. Arztpraxis. Die passt hier die Arsch auf nach. Arsch auf Eimer. Und hier so. Halt. Das drehen wir mal bitte. Apfeleimer, Abfalleimer. Apfeleimer ist ein bisschen blöd. Firma. Dann noch zur Speisung. Mustert Rechten. Klaunerei. Und wir bauen. Wo ist denn jetzt Kammer hin? Mensch. Rüber. Was ist das denn? Ein Stück. Ja, der scheint ganz praktisch zu sein. Den machen wir hier rein. Objekte, Heizung. Ist der vielleicht mehr? Ja. Mehr Zeit. So, Zimmer. Du brauchst bestimmt jetzt noch eine Apotheke. Platz mal hier hin. So. Heizkörper mit eingekracht. In der heutigen Ausgabe von Bicklebirths Bewertungen nehme ich Geburtstagskerzen von Wickwock unter die Lupe. Flemingtons führenden Anbieter von Kerzen und ostasiatischem Küchenzubehör. Licht leuchtet. Flamme brennt. Aroma nicht völlig geruchlos. Alles in allem eine löbliche Leistung. Wir wünschen
wünschen Ihnen eine sichere und baldige Heimfahrt. So. Das was hatte das gebraucht? Pfleger, scheint mir das irgendwie nicht merken. Krankenpfleger, was haben wir denn da? Abbildung. Das habe ich nicht. Da reicht wahrscheinlich. Reicht wahrscheinlich halt, ja. Also allgemeine Diagnose brauchen wir jetzt bestimmt. Also nee, das haben wir bereits. Heizung. Größe. Abfalleimer. Die Behandlungsqualität wird mitunter vom Verhalten des Patienten beeinflusst. Krankenpflege. Oh, einstellen. Oh. Das ist die Apotheke. So. Wasserei vor. Es wäre ja schade, wenn wir hier nichts haben. Snack alte Mod. Mülleimer. So, wir brauchen noch einen Hausmeister, ne? Klatsch da mal einen Feuerlöscher hin. Jetzt haben wir. Falsch. Sie es leid, für sich selbst zu denken? Würden Sie gern all Ihr Geld loswerden? Werden Sie noch heute Mitglied der Orbi-Stiftung. Die Orbi-Kugel ist die perfekte Form und eine Lösung für alles. Mehr Two-Point, immer wieder. Das ist Radio Two-Point. Fenster und noch irgendein Bild. Fällt mir glücklich werden. Einstellen. Erstmal Hausmeister. Der scheint gut für die Leute zu sein, die eine andere Waffe haben. So. Ich
Der Idiot. Achso, mal fällt noch ein anderes. Die Spinner müssen ja irgendwo ausruhen. Wir dürfen Scheißhaus gehen. Das muss jetzt Pause reichen. Da haben wir das, jetzt brauchen wir noch ein Scheißhaus. Die machen wahrscheinlich jetzt hier los. Ah ja. Da hätten wir durchaus noch einige. Zimmer, Scheißhaus, wo haben wir's? Ich habe hier eine Nachricht von Georg. Er schreibt: Hallo Nigel, alles Gute zum Geburtstag. Ich heiße Georg. Ich bin 5 Jahre alt. Wie viele Jahre alt bist du? Ach, ist das nicht reizend? Hallo Georg, vielen Dank für deine Glückwünsche. Doch eine solch unziemliche Frage kann ich leider nicht beantworten. Ach so, ich sitze. Ach ja, gut, die haben ja alle in einer Waffel, das ist ein Problem. Ach so. Ein Arzt wurde in der Arztpraxis verlangt. Hier ist noch ein Mülleimer. So. So, jetzt was fehlt, ist denn hier noch ein zweiter das Arztzimmer? Die Arztpraxis, die hier durchgängig besetzt sind. Das steht wieder falsch rum. Abwehreimer. Feuerlöscher neu setzen. Irgendwelche Bilder. Die Heizung doch schon vergessen. Mensch, Ärzte. Wie ist denn, ey? So, Objekte. Schon mal Heizkörper. Sehr, ja, beschissen. Ich denke, ich brauche noch eine Ordnung in der Psychiatrie. So, Zimmer. Achso, einige müssen im Stehen warten. Nee. Decke, Bank. So.
reichen. Das war da hinten, da vorne irgendwas. Ne, machen wir noch hin. Noch hin. Jetzt reicht. So, Ortszimmer, zwei. Hammer. So, ich denke, wir brauchen noch eine zweite Psychiatrie. Das würde auch zur Zeit passen, und dann haben die halt ja, nicht nur im Spiel alle eine andere Waffe, scheinbar, sondern auch an anderen Stellen der Welt. War die heutige Sendung nicht eine wahre Freude? Oder an die ich hoffe, sie hat Ihnen einen guten Vorgeschmack auf mein reguläres Format geboten. Leider müssen Sie nun einen ganzen Monat darauf warten. Auf Wiederhören! Löscher. Ja, Löscher. Flammer. Oder den Aktenschrank. Ah, Lesungs irgendwas bestellen. Einstellen, Ärzte. Das hier ne. Kann man sich schon die, die in einer Waffe haben. Forschung. Fenster. Ist einfach hier einen großen Hetzkörper, ne? Schon schwierig, was die Scheiße macht. Buster. Und Buster. Und was ist? Komm einfach so fertig. So, das Ding bräuchte. Ne? Ein Arzt wird in der Forschungsabteilung verlangt. Ah ja, da. Da forscht. Ja. Die tierischen Kleider zu entfernen, also was für ein Scheiß bestimmt. Einstellung, ja, bauen wir hier noch eine Station auf. Gerade grün. Machen wir es halt so.
Hawthorne. Hier ist Ricky Hawthorne und ich bringe euch Musik, Sonnenschein und ein wenig guten alten Charme hier auf Radio 2Point. Und wir starten mit einem richtigen Hammer-Song. Stehen alle Schlange am Automaten, ja. Da müssen wir gleich mal noch ein paar Geldmaschinen bauen hier. Das geht so nicht. Diese traumhafte Musik erinnert mich an meine Jugend, in der ich einfach still in meiner Ecke sitzen musste und mir einen Song nach dem anderen anhören durfte. Naja, das ist schon lange her. Und jetzt lasst uns einfach hier sitzen und noch ein paar Songs anhören. Wir haben ja zwei Psychiatrien, also die ist gerade leer. Der Heino, der holt sich gerade aus. Also in der Forschungsstätte haben wir schön.
brauchen wir ein jährliches Entwesungszimmer. Passt dann halt. Wir nähern uns der jährlichen Preisverleihung. Haben wir noch ein Forschungsheim? Ja, haben wir. Typische Preisverleihung, alle öffnen. Mach grad nicht. Einstellen. Machen wir Petrischalenheim. Was geht da jetzt? Ah ja, und nur auf ihn eingestellt ist. Schneller forschen an die Scheiße. Täuschungs. Ach, Bär. Psychiatrie. Ein Arzt wird in der Forschungsabteilung benötigt. Stubentiger? Versuch's mal mit Büro. Kein Schreibtisch ist sicher, wenn diese Miezen an die Arbeit gehen. Auf nicht so leisen Pfoten wühlen sie sich problemlos durch jeden Papierkram. Miau. Die Bürolöwen. Jetzt täglich auf Bangkok. Der Hausmeister muss mal den Geist fangen. Das ist Radio Two Point. Immer, wenn wir mal die Schwierigkeit hochbringen. Jetzt. Hilft. Ach, die wollen ja das Diagnosezimmer. Na ja, gut. Machen wir mal ein Zimmer. Entwesungsstation. Setzen wir noch hier hin. Hey. Der Rest, der kommt dann alles irgendwann mal in die anderen Gebäude. Das ist zum Beispiel schön.
nett zu sein. Zum Beispiel gerade auffällt, wie sieht es eigentlich schon mit der Heizung aus? Das ist so. Da hilft viel. Könnten wir mal noch 2-3 Mülleimer gebrauchen. Gecheckt. Bitte räumen Sie hinter sich und anderen auf. Ah ja. So, Zimmer. Warmer ist Dingsbums ist. Warmer ist Sessions. Ah, das ist das Ding. Hier ist Achim Kabelklemme mit den Tech News. Ein Krankenhaus hat eine Ultraschallkanone für Patienten entwickelt, die unter tierischer Anziehungskraft leiden. Alle von der Maschine entfernten Kleintiere werden außerdem an liebevolle Heime weitervermittelt. Größen, kann man sich nicht mehr leisten. Bildchen. Und, ah ja, da brauche ich noch eine Farbentherapie. So. Aber, was brauchen die Scheißbude? Ah ja, Krankenpflege. Also, das ist schön, ja. Patienten, die ein Bauchgefühl betreffend ihrer Krankheit haben, sollten es bitte für sich behalten. So. Aber was machen wir da? Gucken jetzt mal das Krankenhaus. Ein Stück. Sieht toll aus. Wie groß muss das Zimmer fürs Marketing sein? Verdammte Scheiße, jetzt passt das nicht. Ja, zum Abbrechen. Ein Krankenpfleger wird gebeten, sich in die Apotheke zu begeben. Da ist jetzt mal halt das Marketing. Oh. Das ist hier in der Ecke. Instandhaltungsdurchsage. Auch vollautomatische Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden. Da ist das Einzelnen. Abfalleimer. So, und das Ding, Assistent, einstellen, genau, einstellen. Ein Arzt in die Forschungsabteilung, bitte. Da geht er nein. Zusätzliches Personal zu den. So, Zimmer. Formtherapie haben da welche gebraucht, wenn ich das mitgekriegt habe.
Und es wird wieder Zeit für die Nachrichten. In einem Kraftwerk der Meltdowns wurde ein Leck entdeckt. Die Polizei ließ vermelden, dass sie wahrscheinlich das gesamte Gebiet im Umkreis evakuieren müssen. Klingt für mich eher so, als ob da ein paar Leute jetzt für eine Weile gratis Urlaub nehmen können. Echte Glückspilze. Jetzt brauchen wir noch. Was brauchen wir noch? Feuerlöscher. Clip. Dit. Bin falsch. Achso, was brauchen wir hier wieder? Ach, Krankenpfleger. Schön Krankenpfleger. Dit. Jetzt. Jetzt gehen wir. Achso, Objekte. So. Das Personal wird gebeten, die ihm zugeteilte Kleidung zu tragen. Aufwärts, ha. Süße. Ah ja, Stück Sprache hier drüben noch eine Toilette. Instandhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Lass mal das wohl schon einstellen. Praxis der Stapelzüssigkeit. Den Item. So. Ich war falsch rum. Jetzt passt das schön besser. So, jetzt brauchen wir hier mal noch Objekt. Bänke. Klasse. Denken. Und noch. Ah ja, noch brauche ich mal einen Eimer. Weil den ja das Geld aus dem Teil. Ihr hört Ricky Hawthorn auf Radio 2Point. Wir nähern uns der vollen Stunde und wenn ihr mich fragt, das ist der beste Teil der Stunde. Ich weiß, ein paar von euch werden jetzt sagen, hey Ricky, was ist denn mit der halben Stunde? Keine Sorge, Freunde, ihr habt doch recht. Also Scheißhäuser. So wie ich das sehe. Nein. Fashion suit. Bilder nein.
Er braucht. Schwarz. Tatsache, Einstellung. Schwarz. Kopfrei, Idiot. Spritzenhaus. Und ja, ein Schuss. Oh, wie. Forschung halten. Spritzenhaus. Haben das eine schöne Einnahme, wenn wir nach oben gehen. Ach du Scheiße. Das äußerst schlecht. Sich vom Licht fernzuhalten. Vorsprung. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Es ist wirklich bergab geht. Bergauf. Der kauzige Eigenbrödler Augustus Lavender, Chef von Holistics, wurde gestern beim Betreten eines örtlichen Krankenhauses gesehen. Gerüchte besagen, dass er einen Koffer voll mit Duftkerzen dabei hatte. Der alte Lavender lässt eben keine Gelegenheit aus, etwas zu verkaufen. Ein Arzt in die Forschungsabteilung, bitte. Ah ja, geht bergauf. Jetzt lassen wir das aber bei der Geschwindigkeit. Hier. Hier fährt jetzt meine mittlere Kampagne über. Eine Kampagne über. Über den Zeitraum. Über 12 Monate. Was zu tun. Ich krieg hoffentlich mehr Leute. Scheiße. Was krank? Ist tatsächlich aus. Ein Assistent zum Marketing, bitte. Du kommst mit, du gehst jetzt in deine Marketing-Kampagne. Du kommst damit, gehst du ans Markt. So, jetzt wird gespritzt. Scheiße, ich bin gespannt an der Arztpraxis. Zimmer.
ist. Tö, der Arzt. Zimmer. Schlafraum und Toiletten. Also da fehlt noch was. Aspekt. Ich wäre ja. Eine Assistenz zur Aufnahme, bitte. Jumbo Medical Solutions bietet ab sofort in allen Krankenhäusern eine wundervolle neue Dienstleistung an. Patienten, die ans Bett gefesselt sind, können sich jetzt ihr Lieblingsessen aus jeder Ecke der Welt per Drohne einfliegen lassen. Das nenne ich mal bequem. Ja, es geht nur mal. Sprachnummerarzt. In der Psychiatrie wird ein Arzt verlangt. Ich einstellen Objekte. Ein Arzt wird in der Topferei verlangt. Schnellort. Topferei. Jetzt nach unten, steil nach unten. Das wäre schlecht. Behandlung ist gescheitert. Patient tot. Scheiße, das Köpfchen, Notfall. Einstellen, Räucherschaft. Räucherei. Thank you.
Arzt. Ich habe ja Ärzte. Fisch zumindest. Ein Arzt wird in der Forschungsabteilung verlangt. So, ich setze erstmal in weniger. Och, nee. Zimmer. Ein Assistent wird an der Aufnahme verlangt. Nee, da fehlt was, aber egal. Könnte sich bitte ein Assistent beim Marketing einfinden? Krank, Digga. Bis dahin, da passt die Heizung rein und passt das. Das ist zum Morgen, da war Fleisch. Wo ist er jetzt? Achso, die auf dem Scheißhaus verfrieren gerade. News des Tages werden von einer aufregenden Entwicklung dominiert. Ein Krankenhaus ist jetzt in der Lage, ein Spritzenhaus mitsamt neu entwickeltem Spritzmeister einzurichten. Das klingt ja überhaupt nicht unangenehm. Ein Arzt wird in der Arztpraxis verlangt. Na, hoffen wir, dass wir was passiert benötigt. Krank. Instandhaltungsdurchsage. Auch vollautomatische Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden. Ein Arzt wird in der Forschungsabteilung benötigt. Ah ja. Ich benötige ein paar Medikamentdinger und noch ein EC-Scan. Die jährliche Prüfung steht bevor. Ja, zeig her den Schrott. Brauche ich, so, ich habe noch einen Medikamentenmixer gemischt. Eventuell. Apotheke. Besucht.
Ah ja, meine Gewinn ist halt zu riesig. So, so. Dankeschrank. Behandlung ist gescheitert. Patient tot. Vordersprache jetzt kommt. Präsentiert von Polyvalent, der Schuhcreme, mit der Sie auch frittieren können. Direkt aus den Wolken. Das ist Radio 2 Point. Instandhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Das Grade Map, das nee. Ein Arzt wird in der Psychiatrie benötigt. Zimmer, Häusenzimmer, wo haben wir es? Vielleicht dann auch noch mal brauchen, wenn es mir ist. So, witzig. Achso, hier brauche ich noch Krankenpfleger. Krankenpfleger, ja, hier, du bist. Ja, bist dahin. Ach, das ist schön, ja, unterwegs. Zu den Nachrichten. Tarquin Foxbridge, unser Gesundheitsminister, hat heute einige örtliche Krankenhäuser besucht. Der rastlose Kämpfer für unsere Gesundheit wollte sicherstellen, dass alle behördlichen Vorschriften eingehalten werden. Und so möchte ich im Namen von uns allen hier bei Radio 2 Point sagen, danke, Mr. Foxbridge, dass Sie sich so rührend um uns kümmern. Assis. Nicht Assistent. Ein Assistent zum Marketing, bitte. Aber jetzt Marketing. Ja.
Assistent. Den? Ah. Achso, ne, da haben wir schon Tiere. Reinigung erforderlich. Toter Patient auf dem Flur. Eigentlich noch einen Öffner mit Z. Ah ja, das geht. Wisch, wie ich meine nächsten Krankenhäuser weiß ich hier zwei. Hier zwei und dann quasi in jedem Haus eine Aufnahme. So ein Zimmer. Ich schau mal, ob du jetzt nicht. Mit Ricky Hawthorne. Ihr seid live auf Sendung mit Scheiße, Ricky Hawthorne. Ja. Also eigentlich bin ich derjenige, der auf Sendung ist. Ihr hört nur zu. Perfekte. Fressen wir den Getränkeautomaten, ja, was ist mit Ding kaputt? Automatische Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden.
Füße. Ach du Scheiße. Jetzt hier geht's bergab. Also, scheiße, es ist zu spät. Das ist eine Gelegenheit größer bei. Wir nähern uns der jährlichen Preisverleihung. Das war jetzt genau im falschen Moment. Warte jetzt nicht die scheiß Patienten. Ah, so. Ja, endlich geht's wieder aufwärts. Gesamtbilanz. Oh, nee, hä? Das muss jetzt nicht sein, dass die mir alle ab. Rat von Georg Neiderhammel, der uns das folgende Sprichwort zugesandt hat. Wenn du mal scheiterst, dann sei dankbar für Freunde, denn siehst du sie auch scheitern, geht es dir gleich besser. Wo er recht hat, hat er recht, wisst ihr? So, jetzt warten wir noch aufs Geld. Das dürfte jetzt auch so langsam nach oben gehen. Und dann habe ich endlich mal ein Sterne-Krankheit. Das nächste müssen wir dann definitiv anders planen. Gleich von Grund auf. Das ist ja ihr einziges Chaos.
heute. Ach so, mal hier noch eine Bank hin. Instandhaltungsdurchsage. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. Auf Radio 2Point. Hier ist Harrison Wolf von Radio 2Point. Denkt daran, ich bin nicht zu eurem Vergnügen hier. Ich bin zu meinem Vergnügen hier. Wir bitten Patienten dringend, die bereitgestellten Toiletten zu benutzen. Ich bin ja kein Freund von Verschwörungstheorien, aber habt ihr euch je gefragt, warum die Meltdowns sind, wie sie sind? Leerstehende Gebäude, mutierte Wildtiere, unheimliche Augenzeugenberichte. Wenn ihr mich fragt, hängt das alles mit Experimenten in diesen geheimen Regierungsanlagen zusammen. Okay, ja. Vielleicht bin ich doch ein Freund von Verschwörungstheorien. Für einen normal denkenden Menschen gibt es wirklich kaum einen Grund, die abgelegeneren Gegenden von Two-Point County zu besuchen. Geschweige denn seine tristeste Kleinstadt überhaupt. Ich spreche natürlich von Smogley, wo kräftiges Husten und das Schlangestehen für eine lebenswichtige Operation zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen zählen. Nun ja, jeder muss ja letztlich irgendwo leben. Ja, da wird mal was im nächsten Video kommen. Meltdown oder Smogley. Ah ja, das ist DLC. Schön. Ich kaufe mir die irgendwann mal, aber jetzt machen wir erstmal Schluss. Mal geht's im nächsten Video. Speichern lassen. Too.